Keine Ahnung, wofür diese Logs sind, aber ich werde sie schon mal mitnehmen. Dry Leaves, immer gut für Zunder, wie ich gerade eben gemerkt habe. Und ich hoffe, dass diese ganze Geschichte hier noch schön wegtrocknet. Es regnet natürlich, wird ein bisschen schwer. So, Corkboard. Das wird wahrscheinlich hier das Teil sein, ne? Check the Corkboard. Okay. Haben wir, wie gesagt, eben alles uns schon reingezogen. Go north and find a tobacco plant. North. Was ist denn hier F? Wo ist denn der Kompass? Auf K vielleicht? Nein, 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 nein. Nein. Hier haben wir noch nichts. Its long leaves are ideal for crafting bandages. Molymeria. Okay, das müssen wir uns, denke ich mal, auch merken. Macro-Elements. Fist, Axes, Blades und Spears. Okay, brauche ich nicht. Ich habe die scheiß Machete. So, Norden. Wo ist Norden? Wie soll ich denn das jetzt rausfinden? Ha? Habe ich hier noch irgendwas, was mir den Weg anzeigen könnte? Nein, natürlich nicht. Okay. Wir finden also eine Tabakpflanze. Wir gehen einfach mal hier lang. Ne? Oder? Moment. Das ist der Weg, den wir eben lang gegangen sind. Hier war aber auch nichts. Da konnte man nur hoch. Das ist unser Camp. Dann gehen wir mal hier lang. So, hier hoch. Aha, guck mal, hier sind sogar noch Bananen. Eins, zwei, drei, vier Bananen. Sehr schön. Hier steht noch was. Ja, genau. Hier waren wir ja eben auch schon. Aber das war eine Sackgasse, oder? Hier oben geht's lang. Hier sind nochmal die Iguanodon-Teile. Ja, da habe ich gejagt, ne? So. Hier geht's eventuell hoch. Klettern ist nicht so mit ihm. Hier kommen wir her. Das war definitiv nicht Norden, ne? Eine Tabakpflanze müssen wir finden. Hier geht's noch runter. Aber runter kann ich nicht mehr. Okay. Da bin ich, glaube ich, durchgegangen. Und hier oben war das Loch. Da kann ich, denke ich mal, nicht lang. Und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht versuchen, weil das doch schon ein bisschen tiefer aussieht. So. Okay. Dann war das, denke ich mal, nicht Norden. Können wir hier hoch? Ja. Bug using, bug using. Ich würde da echt gern hoch, Mann. Mann, diese Sounds hier, ey. Okay. Dann gehen wir mal einfach ganz normal weiter in die andere Richtung und hoffen, dass wir da diese Pflanze finden. Ey, Moment mal. Ist das eine Tabakpflanze? Das war ein ganz small leaf pile. Okay. Tabakpflanze? Nein, die sieht irgendwie so bräunlich aus, glaube ich, ne? Also, natürlich nicht die getrockneten Tabakblätter, aber. Hat die nicht auch irgendwas Bräunliches? Komm schon. Die nehmen wir mit. So, wir suchen also die Tabakpflanze. Dabei ist Rauchen doch so scheiße. Da oben komme ich definitiv nicht lang. Ich kann mir bestimmt auch aus ein paar Ropes ein Seil bauen. Das ist ja Standard fast schon. Da kann ich rüber. Da hoch kann ich aber, denke ich mal, nicht. Das haben wir ja schon mal ausprobiert. Obwohl, ich könnte es nochmal probieren, ne? Na komm schon. Nicht runterfallen. So. Hier habe ich ja die Pilze geholt. Hänge ich fest? Hier habe ich die Pilze geholt. Und weiter geht's leider nicht. Oh, doch. Oh. Ah, soll ich's wagen?
Hat nicht geklappt. Ah, schade. Aber jetzt bin ich natürlich heiß drauf, ne? Jetzt würde ich das echt gern machen. Wir versuchen es nochmal von hier. Da kann ich nicht lang springen. Hier kann ich lang gehen. Okay. Komm schon. Nein, okay. Anscheinend soll man da nicht lang gehen. Okay. Dann gehen wir hier lang. Tabakpflanze. Unknown Fruit. Können wir die nochmal nehmen? Nein. Okay. Also unser Radius hier ist ja nicht so richtig der große. Das wird ja keine Bananenleaf. Expand. Okay. Okay, damit können wir nichts machen. Immer noch auf der Suche nach der Tabakpflanze. Ja. Ist das ein Seil? Ja, das ist ein Seil. Nett. Okay. Ja, der geht natürlich mal. Boah, ich sehe echt spooky aus in diesem. Oh, fuck me, hat er gesagt. Mia, I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Piep, piep. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear Wie habe ich denn das you. Let me gemacht? know once you have checked yourself. Ja, hallo, Sunny. So. Inspect. Herr Carter, ich muss hier mal ein bisschen aufnehmen gerade. Kannst du? Danke. Habe ich hier irgendwas? Inspect your body. That's Yes. definitely not good. Hier unten alles okay? Okay. Da ist auch alles okay? Okay. Tja, was haben wir hier? Das ist echt beschissen hier, du alle Pflaume. Tja. Und jetzt? Craft. Reply, okay. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Nein. Nein. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Ah, I'll go look for it. You should da have weiß it ich, wo in die your notepad. sind. Call me when you've treated your wound. So, Blätter alle aufgesammelt, hä? Sehr schön. Notebook. So, alles klar. Basic Dressing. Crafting Bandages. Leaf Bandage. Ist das hier? Hier müsste es sein. Sanity Effects. Okay. Known Treatment. Consuming an item with a natural anti-stress component increase sanity. So, Dressing covers up the wound, allowing it to heal and protects from infections. A dressing combined with a Disinfecting substance will speed up the healing process. Food poisoning, known treatment, parasites. Oh. Ich habe anscheinend einen Parasiten, steht hier, wenn ich das so deuten kann. Das ist nicht so gut, ne? Consuming plants with natural anti-parasitic properties will kill the parasites. Ja, aber das ist natürlich witzig. Ist es eventuell. Nee. Ja, und wie soll ich mir das jetzt machen, ihr kleinen Früchtchen? Ich habe jetzt diese Leaves hier, ne? Da. Small Leaf Pile. Small Leaf Pile. Craft. Molinaria. Craft. Nee, hier kann ich nur droppen. Remove. New craft has been added to your notebook. Press N.
Bandage. Ja. Find Molinaria plant and get its leaves to craft bandage. In Notepad plants bookmark, you can check how the plant looks like. Quit. Ja. Das ist ja wunderbar. Notebook. Wie soll ich das machen? Craft. Hier. Ah. Craft. So, da machen wir uns gleich mehrere von. Wofür haben wir sie denn? Ne? Okay, man kriegt das definitiv alles ordentlich beigebracht. Remove. Ach so, jetzt muss ich erstmal wieder hier Inspector Gadget machen. Hier war das und dann muss ich das da drauf packen oder was? Ja, lol, ist schon echt krass. Okay, das sollte gehen. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Ob es weh tut? Nee, nicht viel. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. Es geht immer weiter runter hier. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. Okay, krass. Wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaka basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. Alles klar. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Die Leute sind also gespalten mittlerweile in diesem Lager. Oh, Day 32. Come in. Hä? Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Oh shit. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Okay, jetzt geht's ab oder was? Find Mia. Okay. Was geht hier ab? Story Mode. You have completed a tutorial, which is part of the Story Mode that will be available in the full release. As this game is still in development, it features only a part of the Green Hell experience. Creepy Jaw Team hopes you enjoyed the game. Feel free to leave a comment on the Steam forum. Press space to continue in Survival Mode. Wow. Okay. Wir haben die Story also angeschnitten. Und jetzt sind wir hier an dieser Stelle, wo wir erstmal direkt speichern werden, wenn es geht. Es geht nicht. Perfekt. Okay, das ist also jetzt der Survival Mode. Wir werden jetzt hier also quasi, wir sind jetzt hier quasi komplett reingeschmissen worden und müssen uns jetzt hier Notebook Entry, New Hut Shelter oder was? Wir müssen uns jetzt hier einfach mal so zurechtfinden. Wow, okay, das Leaf Bed. Das sieht natürlich schon echt derbe aus hier, ne? Also man hat hier so eine kleine Oase mit ein bisschen was zu trinken und so ein Scheiß. Small Bamboo Shelter. Ist das Wasser denn hier klar? Ist das frisch? Das steht doch hier, oder? Water, unsafe. Ja, das sieht nur schön blau aus. Stone Entry. Ja, es ist schon echt viel am Start, Alter. Es ist schon echt viel am Start. Ich nehme mal hier die kleinen Steinchen mit. Da kann man sich mit Sicherheit noch was von machen. Was ist das hier? Unknown Fruit. Die nehmen wir auch mit. Okay, das erste, was wir machen, ist jetzt Wasser suchen. Könnt natürlich auch erstmal einen Papagei töten.
Sticks nehmen wir mit, Steine nehmen wir mit, Früchte nehmen wir mit. Vogelnester nehmen wir erstmal mit. Okay, das war also irgendwie dieses witzige Ding, was harmlos ist. Ropes werden wir auch mitnehmen. Alles, was wir können. Ne? So. Boah, hast du das gesehen? Das wollte mich angreifen. Hier jetzt wieder diese Blume. Stone. Oh, shit, guck mal da. Da ist eine Schlange. Ist ja krass. Craft. Habe ich hier nicht, habe ich doch Steine. Ich habe diesen Parasiten immer noch. Wo sind denn die Steine? Will er mich veräppeln? Da. Aha. Steinaxt. Schon mal sehr geil. Jetzt habe ich hier die Steinaxt. Jetzt könnte ich mir hier quasi einen Longstick machen, ne? Mit einem anderen Stein. Und dann könnte ich wahrscheinlich die Schlange... Kriege ich den nicht down? Ich möchte die Schlange gerne mit dem Speer down kriegen. Ist nicht so geil mit der Axt. Doch, Palm Leaf geht. Harvest. Oh, ich habe den großen Stein gerade geerntet. Oh, das war nicht cool. Egal, jetzt bin ich schon am Start. Jetzt habe ich sie platt gemacht. Oh, das war nicht so cool. Oh, scheiße. Okay, Notebook. Basic Effect, Tobacco Leaf, Anti-Venom Properties, Tobacco. So sieht die aus. Rosa. Alles klar, das ist das Teil, was wir jetzt finden müssen. Und zwar in Windeseile. Durstig ist er auch. Kokosnüsse habe ich noch nicht. Wow, vielleicht wird das Abenteuer hier sehr kurz. Die Schlange war jetzt echt der absolute Hit, in Anführungszeichen. Und da ist die nächste Schlange. Wow, also einfach so durch die Gegend laufen ist hier einfach mal gar nicht. Hier haben wir unseren Fluss, aber ich glaube, hier werden wir auch gerade verenden, hier unter diesem Stein. Was war das denn da vorne? Buts. You died. Lord Game. Day one oder was? Do you want to Lord this game? Vomited. Okay, wir sind also immer noch bei Tag 1. Ist es jetzt unser Tag 1? Ja, alles klar. Das ist also unser neuer Speicherstand. Und ich beende das erstmal hier für heute, weil morgen ist natürlich auch Arbeit. Mal gucken, wann ich es hochlade. Ist mir auch eigentlich ehrlich gesagt Bums. Wir sehen uns wieder, wenn die nächste Session ist. Wenn ich das nächste Mal zocke. Bis dann, Tschüssikowski.